herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der Vorlesung Biologische Psychologie, hier heute der vierten Sitzung. Und wir haben im ersten Teil der Vorlesung kennengelernt, wie wir Informationen von einer Nervenzelle zur anderen bekommen, nämlich über unsere elektrischen und chemischen Synapsen. Und haben uns dann schon erstmal die Katecholamine und das Acetylcholin als Neurotransmitter und Neuromodulator angeschaut. Und jetzt wollen wir mit diesen unterschiedlichen Klassen von Neurotransmittern weitermachen, um dann am Ende zur Informationsintegration in unserem Nervensystem zu kommen. Die Katecholamine, mit denen hatten wir ja angefangen, und da haben wir ja schon das Dopamin kennengelernt. Aus diesem Dopamin werden jetzt zwei weitere Neurotransmitter und Neuromodulatoren gebildet, nämlich Adrenalin und Noradrenalin. Diese beiden Stoffe werden aus Dopamin mittels der Dopamin-Beta-Hydroxylase synthetisiert. Und Adrenalin und Noradrenalin wirken sowohl als Neurotransmitter als auch als Hormon. Hormone werden wir nächste Woche kennenlernen, unser Hormonsystem. Deswegen befassen wir uns heute vor allem mit der Wirkung als Neurotransmitter, also als Übertragungsstoff. Adrenalin ist ja vor allem als Übertragungsstoff im Hirnstamm relevant, Noradrenalin vor allem sowohl im Gehirn als auch an den Muskeln. Also wir hatten ja eben schon das Acetylcholin kennengelernt als Übertragungsstoff an den Muskeln und genauso ist eben Noradrenalin beteiligt an der Informationsübertragung von Nervenzellen an Muskeln. Adrenalin und Noradrenalin binden an metabotrope Rezeptoren. Metabotrope Rezeptoren, Sie erinnern sich, das sind diese Rezeptoren, die dann eine intrazelluläre Signalkaskade, eine G-Protein gekoppelte Signalkaskade auslösen. Genau wie beim Dopamin haben wir auch hier beim Adrenalin und Noradrenalin unterschiedliche Klassen von Rezeptoren. Diese Rezeptoren, die unterteilt man in Alpha- und Beta-Rezeptoren und hier auch in Alpha-1, Alpha-2, Beta-1 und Beta-2-Rezeptoren. Die Alpha-1-Rezeptoren, die findet man vor allem an der Skelettmuskulatur, also allen Muskeln, die hier an unserem Skelett ansetzen. Das sind also genau diese Rezeptoren, die hier für die Signalübertragung zwischen Nervenzellen und Muskeln relevant sind. Alpha-2-Rezeptoren, die finden wir vor allem im sympathischen Nervensystem. Das sympathische Nervensystem, das werden wir nächste Woche kennenlernen, das ist das Nervensystem, das hier an der Steuerung von unserem vegetativen Nervensystem beteiligt ist, hier mit dem Sympathikus und dem Parasympathikus, der beispielsweise an der Erregung und Hemmung unseres vegetativen Nervensystems beteiligt ist. Und diese Alpha-2-Rezeptoren, die bewirken eben eine Hemmung der erregenden Sympathikusaktivität. Die Beta-Rezeptoren, die finden wir vor allem auch wieder in unserem vegetativen Nervensystem, beispielsweise Beta-1 am Herzen, Beta-2 an den Herzkranzgefäßen und Muskeln. Und Sie kennen möglicherweise die sogenannten Beta-Blocker. Diese Beta-Blocker, die nimmt man beispielsweise bei Blutdruckerhöhung oder bei Angststörungen, bei Panikstörungen. Denn diese Beta-Blocker, die blockieren eben, sind also Antagonisten an diesen Beta-Rezeptoren, die verhindern also eine erregungsbedingte Erhöhung unseres Herzschlages, um damit eben einer Blutdrucksteigerung entgegenzuwirken. Dieses Noradrenalin wollen wir uns mal noch genauer anschauen. Das wird hier gebildet im Locus coeruleus, hier ein Kerngebiet hier im Hirnstamm wieder. Und genau wie Acetylcholin oder Dopamin versorgen dann Axone hier in diesem noradrenergen System unseren gesamten Neokortex, um hier dann eben modulierend auf neuronale Aktivität hier einzuwirken, um hier Erregung zu verstärken oder zu hemmen. Kommen wir jetzt zur nächsten Klasse von Neurotransmittern, dem sogenannten Serotonin. Serotonin wird auch abgekürzt mit 5-HT. Dieses Serotonin wird gebildet aus Tryptophan.
Tryptophan, genau wie Cholin, eine Aminosäure, die wir aus der Nahrung aufnehmen müssen. Und dieses Tryptophan, das ist ganz stark enthalten, beispielsweise in Schokolade. Kakao, Schokolade, Nüssen, aber auch Erbsen enthalten sehr viel von diesem Tryptophan. Das müssen wir also aufnehmen, um aus diesem Tryptophan dann über die Tryptophanhydroxylase und die 5-HTP-Decarboxylase eben dann unser 5-HT, unser 5-Hydroxytryptamin zu bilden. Das 5-Hydroxytryptamin ist ein relativ komplexer Name, deswegen nennt man es entweder 5-HT oder Serotonin. Es gibt von diesen Serotoninrezeptoren eine unglaublich große Klasse von Unterklassen von diesem Rezeptor, also sehr, sehr viele Unterklassen, die in ihrer Funktion auch wieder ganz ähnlich wie beim Dopamin je nach Ort sehr stark variieren. Bei diesem Serotonin haben wir sowohl ionotrope als auch metabotrope Rezeptoren. Die ionotropen Rezeptoren, das ist die 5-HT3-Rezeptoren, die metabotropen Rezeptoren, das ist eigentlich die größte Klasse, also im Grunde fast alle, bis auf eben diesen 5-HT3-Rezeptor, sind metabotrop, aktivieren hier also unsere intrazelluläre Signalkaskade. Dieses Serotonin, das kennen Sie vielleicht, das wird ja gerne häufig so in der populärwissenschaftlichen Literatur als der Glücksstoff, Glücksneurotransmitter behandelt. Der ist also tatsächlich auch sehr relevant bei Depressionen. Bei Depressionen hat man lange Zeit angenommen, dass es eben zu einer Unterversorgung mit Serotonin kommt und deswegen hat man hier Medikamente designt, die sogenannten Serotonin-Reuptake-Inhibitoren. Also diese Serotonin-Reuptake-Inhibitoren, die verhindern, dass das freigesetzte Serotonin zurück in die Präsynapse aufgenommen wird, führen also dazu, dass wir mehr Serotonin dass Serotonin länger und vermehrt im synaptischen Spalt vorhanden ist, also länger seine Wirkung ausüben kann. Ganz wichtig, die Aktivierung von dem Serotonin 5-HT2A-Rezeptor, die bewirkt auch eine halluzinogene Wirkung. Also ganz viele Halluzinogene wirken eben auf eine Unterklasse von diesem Serotonin-Rezeptor. Das kann also eben hier zu so einer Übererregung, zu einer Erregung von ganz bestimmten Nervenzellen, Nervenzellnetzwerken führen. Serotonin wird gebildet in Nervenzellklassen, hier vor allem in den Raphe-Kernen. Diese Raphe-Kerne, die finden wir in unserem Hirnstamm. Da haben wir das aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem und die sogenannten Raphe-Kerne. Und hier in diesen Raphe-Kernen, da wird Serotonin gebildet und eben auch wieder hier dann ziehen die Axone in den gesamten Neokortex und versorgen eben hier unseren Neokortex mit Serotonin und modulieren hier dann eben neuronale Aktivität. Abgesehen von von Acetylcholin, unseren Katecholaminen und unserem Serotonin haben wir auch noch sehr viele Aminosäuren, die hier als Neurotransmitter und Neuromodulator wirken. Diese Aminosäuren, Sie erinnern sich, das sind so kurze Ketten von Aminosäuren, das sind geladene organische Verbindungen, erinnern Sie sich wieder, geladene organische Verbindungen, unsere Anionen. Und diese Aminosäuren, die finden wir tatsächlich als Neurotransmitter etwa 1000-mal häufiger als die Katecholamine in unserem Nervensystem. Die sind also viel, viel relevanter als Neurotransmitter in unserem Nervensystem. Diese Aminosäuren, die werden aus der sogenannten Glutaminsäure synthetisiert. Aus dieser Glutaminsäure wird dann Glutamat, Glycin oder Gamma-Aminobuttersäure synthetisiert. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie eigentlich diese Aminosäuren als Neurotransmitter arbeiten. Denn Glutamat und GABA, das sind tatsächlich die wichtigsten und relevantesten Neurotransmitter in unserem zentralen Nervensystem. Das Glutamat, abgekürzt GLU, ist der wichtigste erregende Neurotransmitter in unserem Nervensystem. Neuronen, die sind selektiv für einen Neurotransmitter.
Das heißt, ein Neuron produziert in der Regel nur eine Art von Neurotransmitter. Man kann hier also von glutamatergen Neuronen sprechen. Genauso wie man von serotonergen oder dopaminergen Neuronen spricht, kann man eben hier von glutamatergen Neuronen sprechen. Und diese glutamatergen Neuronen, die sind erregend. Die haben also eine erregende Wirkung. Glutamat ist also unser erregender Neurotransmitter. Glutamat bindet sowohl an ionotrope als auch an metabotrope Rezeptoren, wobei ionotropen Rezeptoren vor allem an der tatsächlichen Signalübertragung beispielsweise in unserem Hippocampus beteiligt sind. Da haben wir unterschiedliche Klassen von diesen ionotropen Rezeptoren, die wir auch gleich noch genauer uns anschauen, nämlich den sogenannten AMPA-Rezeptor, Kainat-Rezeptoren und NMDA-Rezeptoren. Das Interessante dabei ist, dass diese NMDA-Rezeptoren, die sind sogenannte Koinzidenzdetektoren. Diese NMDA-Rezeptoren, die gehen also nur dann auf, wenn zwei Ereignisse koinzident, also gleichzeitig eintreten. Also nicht wie ein normaler Rezeptor, wo ich habe einen Rezeptor, hier bindet man Neurotransmitter und mein Ionenkanal geht auf. Nein, hier die NMDA-Rezeptoren, da muss ich sowohl einen Rezeptor binden, als auch ein zweiter Prozess muss stattfinden, nämlich ein blockierendes Magnesium muss aus diesem Ionenkanal entfernt werden. Also hier müssen zwei Ereignisse gleichzeitig stattfinden. Wir werden uns gleich im weiteren Verlauf noch anschauen, wie das eigentlich genauer funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir metabotrope Rezeptoren, die metabotropen Glutamatrezeptoren 1 bis 8, die eben hier dann vor allem an der Steuerung von intrazellulären Prozessen über die Bildung von wieder unserem CAMP beteiligt sind. Das Interessante an diesem Glutamat ist, dass an der Wiederaufnahme von diesem Glutamat unsere Gliazellen beteiligt sind. Die Gliazellen, die haben wir ja schon kennengelernt, diese Versorgungszellen in unserem Nervensystem und hier eben vor allem die Astrozyten, die sind daran beteiligt, hier das Glutamat wieder aus dem synaptischen Spalt zu entfernen, zu recyceln, aufzubauen und dann wieder in die Synapse zurückzugeben. Also hier haben wir eben so einen Kreislauf, einen Recycling-Kreislauf über die Gliazellen. Die zweite Aminosäure, die wir kennenlernen, ist die sogenannte Gamma-Aminobuttersäure, abgekürzt GABA. GABA ist unser wichtigster hemmender Neurotransmitter im zentralen Nervensystem. GABA wirkt auch wieder an zwei unterschiedlichen Rezeptorenklassen, nämlich unseren ionotropen, unseren metabotropen Rezeptoren. Die ionotropen GABA-Rezeptoren, das sind die GABA-A und die GABA-C-Rezeptoren, die bewirken ein Einfluss von negativ geladenem Chlorid. Also hier gehen Ionenkanäle auf, durch die eben unser negativ geladenes Chlorid dann einströmen kann. Die metabotropen Rezeptoren, dann eben, was haben wir noch übrig, GABA-B-Rezeptoren, die reduzieren über eine intrazelluläre Signalkaskade die Öffnung und Schließung von Kalium- und Calcium-Ionenkanälen, reduzieren also hier den Kalium- und Calciumstrom. Also GABA, beides mal hemmend, entweder ein negativ geladenes Ion strömt ein oder ich verhindere, dass ein positiv geladenes Ion einströmt. Ganz wichtig, diese präsynaptischen, diese metabotropen GABA-Rezeptoren, die finden wir prä- und auch postsynaptisch. Und genau wie bei unserem Glutamat ist für das Recycling, für den Reuptake, die Astrozyten ganz, ganz wichtig. Also hier werden eben dieses GABA wird eben zum Teil auch über diese Astrozyten wieder aufgenommen, recycelt und an die Zelle zurück. Schauen uns das hier nochmal genauer an, wie eigentlich solche, wie das im Mikroskop eigentlich ausschaut, wie so eine, wie so ein Astrozyt um so eine Nervenzelle drumherum liegt. Hier in gelb eingefärbt sehen wir eine Präsynapse und eine Postsynapse. Sie erkennen nochmal die Präsynapse, da finden wir so ein Mitochondrium drin, das ist diese große Struktur und diese kleinen Strukturen, die Vesikel. Postsynapse, auch in gelb eingefärbt, hier eben da, wo dann hier unsere Neurotransmitter binden. Und drumherum in blau sehr groß eingefärbt,
die Astrozyten, die daran beteiligt sind, eben hier die freigesetzten Neurotransmitter wieder aufzunehmen, zu recyceln und dann an die Präsynapse zurückzugeben. Abgesehen von unserem Acetylcholin, unserem Katecholamin, unserem Serotonin und unseren Aminosäuren haben wir auch noch Peptide, die hier als Neurotransmitter wirken. Peptide, das sind lange Aminosäureketten, die werden auch in der Zelle synthetisiert und deren Bedeutung variiert ganz stark nach Ort. Das Interessante ist, dass diese Peptide gleichzeitig mit Neurotransmittern ausgeschüttet werden können. Ich hatte es ja vorhin gesagt, Nervenzellen und Neurone sind selektiv für Neurotransmitter, also beispielsweise selektiv für Glutamat oder GABA. Aber Nervenzellen können neben den Neurotransmittern auch Peptide freisetzen. Das heißt, wir haben hier also, hier werden zwei Stoffe freigesetzt. Diese Peptide, die sind ganz stark beteiligt an der Modulation von Aktivität in unserem peripheren Nervensystem. Die können auch als Hormon wirken, was wir dann nächste Woche kennenlernen. Die sind ganz stark daran beteiligt an der Steuerung von all solchen Verhalten wie Schmerz, also der Schmerzübertragung, wenn wir uns in den Finger schneiden, an dieser Schmerzreaktion, da sind eben Peptide ganz stark daran beteiligt. Auch an der Stressregulation, an der Steuerung von Sexualverhalten, also an eher diesen komplexen Signalkaskaden, da sind die Peptide ganz stark daran beteiligt. Und eine Klasse von Peptiden haben Sie vielleicht schon kennengelernt, kennen Sie schon, die sogenannten Opioide, auch wieder hier, die wurden entdeckt, da die Rezeptoren durch Opium aktiviert werden können. Also hier eben eine ganz bestimmte Klasse von Rezeptoren für Übertragungsstoffe, die eben hier an beispielsweise der Schmerzübertragung ganz stark beteiligt sind. Und zu guter Letzt haben wir auch noch Gase, die an der neuronalen Übertragung beteiligt sind. Diese Gase, die werden im Gegensatz zu unseren Neurotransmittern und Neuromodulatoren nicht gespeichert. Die werden also ständig synthetisiert und freiggesetzt. Und diese Gase können tatsächlich durch die Zellmembran hindurch diffundieren. Also für diese Gase, da brauchen wir keine Ionenkanäle. Die können einfach direkt durch die Zellmembran hindurch wandern und können dann eben direkt an ganz bestimmten Molekülen ihre Wirkung ausüben. Wir haben hier vor allem drei große Klassen von Gasen, die hier wichtig sind. Das eine ist das Stickstoffmonoxid. Dieses Stickstoffmonoxid ist ein sogenannter retrograder Messenger. Wir hatten ja vorhin kennengelernt, ganz am Anfang kennengelernt, dass die chemische Übertragung unidirektional ist. Also die Übertragung von der Präsynapse zur Postsynapse anhand von Neurotransmittern geht unidirektional in eine Richtung, von der Präsynapse an die Postsynapse. Aber von der Postsynapse an die Präsynapse können auch Signale gesandt werden, nämlich über sogenannte retrograde Messenger, die also hier den entgegengesetzten Weg gehen. Hier haben wir eben Stickstoffmonoxid, das wird in der Postsynapse synthetisiert und wirkt dann auf die Präsynapse, reguliert eben beispielsweise die Aktivität an einer Präsynapse. Genauso kann eben hier dieses Stickstoffmonoxid beispielsweise die Größe von Blutgefäßen, also hier die Muskulatur um die Blutgefäße drumherum, regulieren. Das zweite ist unser Kohlenmonoxid. Unser Kohlenmonoxid, das wird in der Zelle immer dann frei, wenn Energie verbraucht wird. Also Sie erinnern sich nochmal, wir hatten es ja schon kennengelernt, wie in unseren Mitochondrien aus Zucker und Sauerstoff unser ATP synthetisiert wird und dabei wird Kohlenmonoxid frei. Und dieses Kohlenmonoxid diffundiert dann eben aus der Zelle hinaus und kann hier neuronale Aktivität beeinflussen und ist ja ganz stark daran beteiligt an beispielsweise der Regulation eben von unseren Blutgefäßen und ist beispielsweise auch ganz stark daran beteiligt eben an der Regulation von unserer Atmung, von unserem Herzschlag, von diesen sehr vegetativen Funktionen. Und zu guter Letzt haben wir noch unseren Schwefelwasserstoff, H2S, das eben dann auch hier an der Regulation von unseren Blutgefäßen beteiligt ist. Sie sehen also hier diese Gase, die sind ganz stark an
der Regulation, an der Arbeit unseres vegetativen Nervensystems beteiligt. Schauen wir uns das Ganze nochmal genauer an. Wir hatten, was wir jetzt eben bisher kennengelernt hatten, war, dass Neurotransmitter in der Präsynapse im Zellkörper synthetisiert werden. Dann wandern die unser Axon entlang, werden im Axonterminal gelagert. Dann kommt unser Aktionspotenzial an. Unser Aktionspotenzial führt zu einer Öffnung von spannungsabhängigen Calciumkanälen. Diese spannungsabhängigen Calciumkanäle aktivieren den sogenannten Snare-Komplex. Dieser Snare-Komplex führt dazu, dass unsere Vesikel mit der Zellmembran fusionieren. Unsere Neurotransmitter werden freigesetzt, können dann an der Postsynapse an die ionotropen oder metabotropen Rezeptoren binden. Das führt dann zu einer Öffnung von Ionenkanälen oder zu einer G-Protein gekoppelten Signalkaskade. Dann werden die Neurotransmitter entweder abgebaut, direkt in die Präsynapse wieder aufgenommen oder über Gliazellen recycelt. Und hier sehen wir nochmal diesen ganzen Kreislauf eben von der Bildung von Vesikeln bis hier eben dann zur Fusion und zum Reuptake der Vesikel, zum Recyceln dieser Vesikel. Also quasi nur diese ganz kurz zusammengefasst, dieser ganze Kreislauf der synaptischen Übertragung. Und jetzt wollen wir uns mal zum Ende hin anschauen, was denn eigentlich genau an der Postsynapse funktioniert. Wir haben jetzt ja ganz viel über die Präsynapse und die Neurotransmitter und die Rezeptoren gesprochen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was passiert eigentlich an der Postsynapse, wenn hier unsere Neurotransmitter an so einen Rezeptor binden. Dazu müssen wir uns die sogenannten postsynaptischen Potenziale anschauen. Die haben wir schon kennengelernt, diese postsynaptischen Potenziale. Sie erinnern sich, das waren diese Veränderungen am Zellmembran, an der Zellmembran, die durch einen Input an den Dendriten ausgelöst werden. Die Signalkaskade hier ist also, diese Neurotransmitter, die wir gerade kennengelernt haben, die werden freigesetzt und die binden an unsere spezifischen Rezeptoren. Dann gehen eben entweder Ionenkanäle auf oder diese G-Protein gekoppelte Signalkaskade wird ausgelöst und dadurch gehen Ionenkanäle auf. Und dann, je nachdem, was dann im Anschluss passiert, haben wir entweder erregende oder hemmende postsynaptische Potenziale. Wenn also beispielsweise durch den Neurotransmitter ein Natrium-Ionenkanal aufgeht, dann strömt hier positiv geladenes Natrium in die Postsynapse ein. Das heißt, unser Membranpotenzial wird durch den Einstrom eines positiven Ions depolarisiert. Wir haben hier also eine Erhöhung des Membranpotenzials. Das wirkt also erregend auf die Nervenzelle. Wir kommen hier also näher an unsere Aktionspotenzialschwelle ran. Auf der anderen Seite haben wir inhibitorische postsynaptische Potenziale, genau der gegenteilige Prozess. Hier kommt es zu einer Hyperpolarisierung, beispielsweise durch den Einstrom von negativ geladenem Chlorid. Also hier gehen Ionenkanäle auf, negativ geladenes Chlorid strömt ein, unser Membranpotenzial geht weiter ins Negativ, wir gehen also weiter von der Aktionspotenzialschwelle weg. Das heißt, wir haben hier erregende postsynaptische Potenziale, die sogenannten EPSPs, durch beispielsweise Natrium-Einstrom oder Calcium-Einstrom. Hier geht eben unser Membranpotenzial nach oben. Und Sie sehen hier, die Dauer von diesen postsynaptischen Potenzialen, die ist relativ lang gemessen an unserem Aktionspotenzial. Unser Aktionspotenzial, das waren Sie also 1 bis 2 Millisekunden. Unsere postsynaptischen Potenziale, die gehen so 8 bis 10 Millisekunden, also die halten deutlich länger. Auf der anderen Seite eben unsere hemmenden, unsere inhibitorischen postsynaptischen Potenziale, EPSP genannt, da reduzieren wir unser Membranpotenzial. Erregende Neurotransmitter, eben hier unser Glutamat, hemmende Neurotransmitter, unser GABA. Ganz wichtig, wir erinnern uns nochmal ganz kurz an letzte Sitzung, da hatten wir ja diese Nernst- und Goldman-Gleichung kennengelernt, unter welchen Bedingungen eigentlich welche Ionen wandern können. Sie sehen hier, dieses negativ geladene Chlorid, das kann natürlich nur dann einströmen, wenn unser Membranpotenzial eigentlich positiv ist. Also dieses negativ geladene Chlorid kann nur dann einströmen, wenn unser Membranpotenzial über dem Membranpotenzial von unseren minus 65, minus 70 Mikrovolt liegt.
Ansonsten wirken diese inhibitorischen postsynaptischen Potenziale über eine Hyperpolarisation, über einen Kaliumausstrom. Also wird dann eben, um dieses Potenzial zu reduzieren, wird dann eben eher Kalium aus der Zelle hinaus transportiert. Und anschließend eben Chlorid, das negativ geladene Chlorid, strömt dann rein. Diese relativ lang anhaltenden postsynaptischen Potenziale, die können sich auch aufsummieren. Wir haben es ja vorhin schon kennengelernt, diese Axone und diese Synapsen, die können sich entweder dann an den Dendriten, die können entweder an den Dendriten eine Synapse bilden, können am Zellkörper eine Synapse bilden oder direkt am Axonterminal eine Synapse bilden. Und natürlich bildet nicht immer nur eine Nervenzelle mit einer Nervenzelle eine Verbindung, sondern hier können mehrere Axone können mit einer Nervenzelle können Synapsen bilden. Hier können sich also die Eingangssignale von mehreren Nervenzellen an einer Nervenzelle aufsummieren. Das heißt, auch diese postsynaptischen Potenziale können sich durch mehrere Eingangssignale eben aufsummieren, können stärker werden. Und genauso durch die relativ lange Zeit, diese lange Zeit, die das postsynaptische Potenzial andauert, können eben in dieser Zeit mehrere Aktionspotenziale einlaufen und hier einen Neurotransmitterausstoß bewirken. Also auch hier kommt es eben dann zu so einem treppenförmigen Aufschaukeln der postsynaptischen Potenziale. Zwei ganz wichtige Konzepte im Kontext von dieser Summation sind Konvergenz und Divergenz. Konvergenz bedeutet, dass hier mehrere Nervenzellen auf einer nachfolgenden Nervenzelle enden. Hier konvergieren, also laufen viele Nervenzellen auf einer nachfolgenden Nervenzelle zusammen. Andersrum, Divergenz bedeutet, dass eine Nervenzelle gleichzeitig mehrere nachfolgende Nervenzellen innerviert. Hier spaltet sich also das Axon einer Nervenzelle in mehrere sogenannte Axonkollateralen. Sie erinnern sich nochmal, hatten wir schon kennengelernt, auf. Und diese mehreren Axonkollateralen können dann eine ganze Reihe von nachlaufenden, nachgeschalteten Nervenzellen aktivieren. Also Konvergenz, das Zusammenlaufen von Informationen, Divergenz, das Auseinanderlaufen von Informationen. Eine Nervenzelle aktiviert mehrere nachlaufende Nervenzellen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was denn eigentlich an der Postsynapse so genau funktioniert, was da genau abläuft. Der erste Prozess, den wir hier kennenlernen, ist die Desensitivierung oder Desensitivierung, also die kurzzeitige Veränderung an der Synapse. Wir hatten es ja schon kennengelernt, ein Aktionspotenzial läuft ein Neurotransmitter wird freigesetzt, ein Neurotransmitter bindet an einen Rezeptor, dadurch geht ein Ionenkanal auf, unser Ion strömt ein und unsere Postsynapse, da wird das Membranpotenzial verändert, die Information wird weitergegeben. Das ist aber kein Prozess, der immer gleich abläuft, sondern diese ganzen Prozesse, die verändern sich über die Zeit. Nämlich kurzfristig kommt es zu einer Ermüdung, kann es entweder zu einer Ermüdung oder zu einer verstärkten Empfindlichkeit einer Synapse kommen. Diese Ermüdung, das ist die erste Ermüdung, die wir hier kennenlernen, ist die sogenannte Depletion. Also die sogenannte, das bedeutet, diese synaptische Depression bedeutet, dass wir hier alle Neurotransmitter aus der Präsynapse ausgeschüttet haben. Das heißt also, unsere Präsynapse ist sozusagen leer, englisch depleted, deswegen Depletion. Unsere Neurotransmitter, unser Vorrat, der eigentlich in unserer Präsynapse vorhanden ist, der ist also verbraucht. Also wenn ganz, ganz viele Aktionspotenziale hier einlaufen, dann werden alle Neurotransmitter freigesetzt, bis eben keine mehr vorhanden sind. Und dann dauert es eben eine ganze Zeit, bis hier in der Präsynapse entweder durch neues Synthetisieren neue Neurotransmitter vorhanden sind oder durch unser Reuptake-Mechanismen hier neue die Neurotransmitter wieder aufgenommen werden. Also hier ganz viele Neurotransmitter führen also zu einer Ermüdung der Präsynapse. Auf der postsynaptischen Seite, da kommt es zu einer Desensitivierung. Das heißt, wenn ich einen Rezeptor ganz häufig aktiviere, dann nimmt die Empfindlichkeit dieses Rezeptors über die Zeit ab. Der ermüdet also. Das sind ja dreidimensional gefaltete Strukturen, die hier dann immer aufgehen und zugehen.
und nach einer gewissen Zeit ermüdet diese Struktur einfach, die lässt sich also weniger stark oder weniger wahrscheinlich öffnen. Das heißt, um die gleiche Wirkung zu erzielen, muss ich hier eine größere Menge an Neurotransmittern hier freisetzen. Das heißt, hier über die Zeit, wenn ich eine Nervenzelle sehr stark aktiviere, kommt es eben zu einer Ermüdung von diesen Rezeptoren. Das hat vor allem einen Schutzmechanismus, dass hier die nächste Zelle nicht überaktiviert wird, denn so eine Überaktivierung, die ist neurotoxisch, die führt zu einem Absterben von Nervenzellen. Also diese Ermüdung, diese Desensitivierung ist ein Schutzmechanismus an Nervenzellen. Das sind kurzfristige Veränderungen, die rein aufgrund der Freisetzung von Neurotransmittern stattfinden. Auf der anderen Seite haben wir langfristige Veränderungen an der synaptischen Übertragung. Und hier sind zwei Begriffe ganz zentral, ganz wichtig, die sogenannte Langzeitpotenzierung und die Langzeitdepression. Die Langzeitpotenzierung meint, dass hier die synaptische Übertragung über lange Zeit verstärkt wird. Die Langzeitdepression bedeutet, dass hier die synaptische Übertragung über lange Zeit reduziert wird. Das heißt, wenn ich eine Synapse aktiviere, dann kann es eben zu kurzzeitigen Veränderungen führen, aber es kommt auch zu langfristigen Veränderungen. Die wollen wir uns mal genau anschauen. Sie sehen es hier im Schaubild am Beispiel von Glutamat. Wenn Glutamat aus der Präsynapse freigesetzt wird, dann haben wir unser Glutamat, das ist unser erregender Neurotransmitter, und unser Glutamat, das bindet an den sogenannten AMPA-Rezeptor. Der AMPA-Rezeptor an unserer Postsynapse, der ist selektiv für positiv geladene Ionen, also Natrium und Calcium. Was also hier passiert, ist, unser Glutamat bindet an diesen AMPA-Rezeptor, der AMPA-Rezeptor geht auf, unser positiv geladenes Ion kann hier einströmen und führt zu einer Depolarisation der Postsynapse. Das ist das, wie man es eigentlich kennt, so eine erregende Synapse. Wird eben hier die Postsynapse wird depolarisiert und das führt dann eben zu einer Informationsweitergabe an der Nervenzelle. Und jetzt haben wir aber nicht nur unseren AMPA-Rezeptor, sondern wir haben auch einen NMDA-Rezeptor. Diesen NMDA-Rezeptor, den haben wir vorhin schon kurz kennengelernt, das ist ein sogenannter Koinzidenzdetektor. Dieser Koinzidenzdetektor, der wird nur dann aktiviert, wenn zwei Prozesse gleichzeitig ablaufen, nämlich einmal unser Glutamat, unser Neurotransmitter, muss an den Rezeptor binden und eine Blockade mit Magnesium aus diesem NMDA-Rezeptor muss entfernt werden. Wie entferne ich ein positiv geladenes Magnesium-Ion aus einem Rezeptor? Indem ich das Membranpotential anhebe, also ins Positive bringe. Ich habe also ein positives Potential, ein positiv geladenes Magnesium-Ion, die beiden stoßen sich ab, also unser Magnesium wird durch dieses Anheben des Membranpotentials entfernt. Und jetzt kann eben hier Glutamat seine Wirkung entfalten. Unser NMDA-Rezeptor ist jetzt frei und hier kann jetzt eben auch wieder positiv geladenes Calcium einströmen. Hier also NMDA-Rezeptor selektiv für das positiv geladene Calcium. Also, wir haben hier zwei Prozesse, unseren AMPA-Rezeptor und unseren NMDA-Rezeptor. Der AMPA-Rezeptor führt zu einer Depolarisierung. Wenn die Postsynapse depolarisiert ist, dann wird die Magnesiumblockade aus dem NMDA-Rezeptor entfernt und der NMDA-Rezeptor kann auch aufgehen. Was passiert jetzt? Jetzt strömt ganz plötzlich ganz viel Calcium in die Postsynapse ein und dieser Calcium-Einstrom, der bewirkt jetzt Langzeitveränderungen an der Postsynapse, nämlich entweder den Einbau von weiteren Rezeptoren, hier wird also die Synapse langfristig verstärkt, oder Rezeptoren werden ausgebaut, hier wird also die Synapse langfristig gehemmt. Und jetzt haben wir natürlich zwei Prozesse, den Rezeptoreinbau und den Rezeptorausbau, die beide unter Steuerung von Calcium stattfinden. Und dieses genau wollen wir uns mal anschauen, wie das eigentlich genau funktioniert. Wir haben hier zwei Prozesse, unsere Potenzierung und unsere Depression, unsere Langzeitpotenzierung und die Langzeitdepression. Beide Prozesse erfolgen unter Steuerung von Calcium.
Wenn Calcium jetzt in die Postsynapse einströmt, dann steuert die Menge an dem einströmenden Calcium, welcher Prozess hier ausgelöst wird. Wenn hier sehr viel Calcium einströmt, dann kommt es hier zu einer Aktivierung von Proteinkinasen. Und diese Aktivierung von Proteinkinasen führen zu einer Phosphorylierung eines synaptischen Proteins. Hier werden also mehr Rezeptoren dann in die Zellmembran eingebaut. Hier habe ich dann auf einmal dann eben mehrere Rezeptoren in der Zellmembran vorhanden. Dadurch wird dann die synaptische Übertragung verstärkt. Hier habe ich eben diese langfristige Veränderung an der synaptischen Übertragungsstärke, die sogenannte Langzeitpotenzierung. Auf der anderen Seite, wenn nur wenig Calcium einströmt, dann werden hier sogenannte Proteinphosphatasen aktiviert. Und diese Proteinphosphatasen führen zum gegenteiligen Prozess, zur Dephosphorylierung dieser synaptischen Proteine. Das heißt, hier werden jetzt Rezeptoren aus der Zellmembran ausgebaut. Hier wird also langfristig die synaptische Übertragungsstärke reduziert. Und dieses Zusammenspiel zwischen langfristiger Potenzierung, also Verstärkung, und langfristiger Reduktion, also Depression von Übertragung an der Nervenzelle, die ist die Grundlage für unser Lernen, für alle Lernprozesse in unserem Gehirn. Das haben Sie vielleicht schon in der allgemeinen Psychologie kennengelernt, dass wenn wir neue Dinge lernen, dann müssen wir neue neuronale Netzwerke bilden. In dieser Verstärkung der synaptischen Übertragung zwischen Neuronen werden Gedächtnisinhalte abgespeichert. Also beispielsweise Informationen, die Sie aufnehmen, führen dazu, dass die synaptische Übertragung zwischen zwei Nervenzellen verstärkt wird. Und in dieser Verstärkung von synaptischer Übertragung, da wird dann tatsächlich Information kodiert. Genauso führt eben die Depression dazu, dass Sie Dinge auch wieder vergessen können. Also, dass Sie die synaptische Übertragung also auch wieder reduzieren können, also Dinge, Informationen, die Sie nicht mehr benötigen über die Zeit, da werden dann diese neuronalen Netzwerke, die die Informationen kodieren, über die Zeit, über die Langzeitdepression auch wieder abgebaut. Das heißt, wir haben so eine ganz plastische Veränderung an der Verschaltung zwischen Neuronen, die unserem Gedächtnis zugrunde liegt. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Vorlesung, der vierten Sitzung in der biologischen Psychologie. Das Ziel heute war, dass Sie kennenlernen, wie wir Informationen von einer Zelle zur nächsten bekommen, hier vor allem am Konzept der chemischen Synapse. Und im Konzept dieser chemischen Synapse sollten Sie kennenlernen, welche unterschiedlichen Neurotransmitter wir haben und wie eigentlich so ein Rezeptor funktioniert, also welche unterschiedlichen Klassen von Rezeptoren, Ionotrope und metabotrope Rezeptoren wir haben. Und Sie sollten etwas gelernt haben über Informationsintegration, also wie Nervenzellen miteinander kommunizieren und welche lang- und kurzfristigen Veränderungen es eigentlich an der synaptischen Übertragung gibt, die dann eben für ganz komplexe Verhaltensweisen wie unser Lernen und Gedächtnis relevant sind. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns nächste Woche in der nächsten Sitzung zum Thema Hormone wiedersehen.